brüllt zum einander, trommelt zum einander und dann ist wirklich, da wirklich es wirklich, da wird man. Nur das gehört doch zum Fußballspiel dazu. Ja, das ist da. Attention! Go!
relativ langsam, muss man dazu sagen, unterwegs. Wobei, das macht gar nichts aus, weil es geht um die Addition der Zeiten. Das BRK schiedlich friedlich nebeneinander. Die Blutz Brothers mit so circa einem Viertel Drachenkopf Boot Vorsprung. Und das war knapp. Die Meerjungfrauen vom BRK. Mit einer sehr, sehr hohen Frequenz und vor allen Dingen noch einigermaßen synchron, was dort gepaddelt wird. Das schaut bei den Meerjungfrauen ein bisschen anders aus. 1,21, 1,22, 1,23. Der Boxclub sportlich wie eh und je. Achtung, bitte aus der Zeitnahme raus. So, jetzt kriege ich gleich die Kündigung von Professor Dr. Klaus Memrath, auch in Ordnung. Und die Studenten im weißen Nachthemd auf der Außenbahn. 58, 59 Sekunden, eine Minute ist voll. Schnell sind sie und sie sind Kopf an Kopf. Die Studenten werden ein kleines bisschen unsynchron, jetzt tut's die Kraft. Die Studenten, ja, so gerade einen Viertel Drachenkopf vorne. Und die Studenten diesen Vorlauf für sich mal in Sachen Zeit entschieden und gewonnen. In 1,20, 81. Neue Bestzeit für die Studenten des Wissenschaftszentrums Straubing. Und Strama MPS, die Azubis. Rennen ist gestartet. Stadtwerke auf der Außenbahn, die gerade eben den Studenten zum Sieg gereicht hat. Und die Germania auf der Innenbahn. Wenn die Germania relativ weit rausfährt, dann könnten sie die Stadtwerke abdrängen. Da bleibt dann nicht mehr viel Platz Richtung Donauufer. Wobei die Stadtwerke schon richtig schnell sind. Ja. Jetzt sortiert sich auch die Germania hinter den Stadtwerken ein. Versucht ein kleines bisschen im Kielwasser zu paddeln. Ja, suchen sich jetzt doch wieder ihre eigene Bahn. Wobei die Germania eigentlich den schöneren Rhythmus hat als die Stadtwerke. Da ist schon der ein oder andere gestörte Tausendfüßler mit dabei. Mal ganz kurz bitte ein bisschen rutschen hier vorne, damit wir sehen, was passiert. Boot 1, das sind die Stadtwerke im Matrosenhemd. Im Ziel und die Germania auch im Ziel. Die Stadtwerke in 1,22,20. Und die Germania in 1,24,84. Ist der Philister Senior mit seiner Mannschaft denn zufrieden? Jetzt können wir den Philister Senior fragen. Er hat der Germania gestern beim Training zugeschaut. Wie zufrieden bist du mit deiner Truppe? Wenn ich das so anschaue, gestern mit Urteile, dann muss ich sagen, also fantastisch. Das erste Mal, wenn man sowas mitmacht. Und dann dieser Gleichgang der Ruder, das ist fantastisch. Danke. Es sind zwar immer noch Paddel, aber das macht nichts. Und frei nach dem Motto, lieber gestern Abend abgesoffen als heute. Einen riesigen Applaus an die Germania. Paddel nach oben, winkt sie mal. Auch in Straubing gibt es Verbindungen. So. Und dann haben wir dort die...